Holger hat ganz andere Gedanken, kein Wunder bei dem, was Ginger heute schon geboten hat. Und du bist ja bei Big Brother gewesen, bei Promi Big Brother. Und jetzt, meine Zuschauer, die Ginger ist da, das musst du die unbedingt fragen. Ich sag, jetzt kommt, jetzt kommt die Frage. Und zwar ist es so, es ist ja erstmal Big Brother, ist es ja so, man versucht ja mal alles Mögliche mit der Kamera einzufangen, jeden Moment. Es gab bei dir so einen Nippelblitzer. Ja. Der dann auch richtig für Aufsehen. Hat sie das mit Absicht gemacht? Nee, ihr habt es nicht gemerkt, ich spüre doch nichts in die Möpse. Was soll ich groß erzählen? Wir haben uns schon viel unterhalten heute. Ihr wisst schon, was passieren wird. Ich habe heute natürlich einen tollen Gast für euch. Micha. Großen Applaus für Micha. Unternehmen natürlich Mischanteil, die heute mal wieder gekommen ist. Die war 2018 das letzte Mal hier. Dann waren wir 2019 und 20 auf dem Oktoberfest. Ja, wir sind heute beim Opening vom Chenu. Die haben ja schon mal aufgemacht. Jetzt machen sie das zweite Mal auf. Und ja, jetzt kommt Miss Chantal. Sollten uns nicht so wollen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. So gut war es auch wieder nicht. So, einen schönen guten Abend hier. Chenu, ich freue mich hier auf Mallorca zu sein, in dem wunderbaren, schönen Chenu. Heute die Eröffnung. Ich sehe nur tolle Gesichter, nette, freundliche Gesichter, viele Frauen im Publikum. Ich liebe Frauen, mein Vater ist auch einmal schon andere Geschichte. Ich habe auch schon so einen Männer geguckt, die gucken mich so an und dachte immer so, boah, ist die Helene Fischer fett geworden. Ne? Also ich bin nicht Helene Fischer, um Gottes Willen. Aber so könnte Helene Fischer aussehen, wenn ihr sie bei Wish oder bei AliExpress bestellt. Ne? Dann kommt so ein riesen Karton und dann komme ich daraus. Hallo! Ja, das kann passieren. Nee, ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein. Vor 2000... Ja, Miss Chantal. Ja, wir kennen sie ja schon von einigen Auftritten hier in der Tennisakademie und auf Mallorca sowieso, war bei mir schon im Studio und ja, es sollte für heute nicht alles sein, aber wer auf Mallorca sowas sucht, der wird hier natürlich sowas auch finden, eben halt auch Travestie, aber es wird gleich noch mehr kommen. Ich glaube, Ginger singt heute auch noch. Ich mache nochmal so 2, 3 Ausschnitte für euch. Wie war das für dich jetzt in den letzten 2 Jahren mit Lockdown? Ich weiß noch vorher, ich erinnere mich an ein Lied, Ananassaft. Oh ja. Sagtest das damals, du möchtest singen, da hast du Spaß dran. Und jetzt waren dann 2, 2,5 Jahre Ruhe, wo man da jetzt nicht öffentlich auftreten konnte. Ja, aber der Witz war ja, wenn in der Corona-Zeit auch das Lied Alkoholproblem rausgebracht mit dieser Alkohol-Challenge, was auf Instagram, TikTok und überall durchlief, und es war trotzdem ein Erfolg. Ja, und die Leute kennen das Lied und es wird jetzt auch noch immer gespielt. Die RTL hat auch darüber berichtet, alles drum und dran. Also es ging ja weiter. Jetzt mache ich auch einen neuen Song, aber der kommt erst im Sommer hin. Also, wir arbeiten immer im Background, weißt du, wir arbeiten immer. Komm schon, auf dem Weg nach. Ich verteile Geschenke. Du verteilst Geschenke? Ich verteile Geschenke für die besten Gäste. Das erinnert mich so ein bisschen an die Tortenshow damals hier. Ja, davon sind alles nichts, oder? Ja. Mit Hugo Jon Balder. Ja. Die aber von einem netten Sponsor hier aus dem Ort. Von den Jordans und ja, mal gucken, ob den Leuten es schmeckt. Oh, cool. Das ist ein Finger weg, ich brauch dich gleich. Und dann landet man hier nicht und dann bin ich so durch den Schnur. Nein, du musst gar nichts. Müssen die gar nichts. Ne? Ich mach das, um die zu nerven. Die ist einfach, um mich zu nerven und so wie Freundinnen halt sind. Ne? Und geht sie mir mächtig auf den Sack. Genau, sie geht mächtig auf den Sack, aber es funktioniert irgendwie. Ne? Also wir haben einfach Spaß und wir versuchen jetzt... Er hasst mich. Na, wir versuchen jetzt einfach nach Corona, ich mache ein bisschen die Glucke. Aber volle Elle, ich passe immer auf. Also jetzt mittlerweile, weil dank Corona hat meine liebe Freundin etwas zugenommen. Ich kann nicht mehr weglaufen. Also ich wohne nur 3 Minuten von dir entfernt, wenn du Scheiße baust. Ich so, wie möchtest du das schaffen? Möchtest du runterrollen im Berg? Und ja. Also wir haben... So, ja, ja.
ernst. Nochmal die Zunge raus. Pass auf. Es gibt drei Applausstufen. Was? Ich werde tierisch auf den Sack gehen, dafür bin ich schon mal hier. Das Geile ist, die war die ganze Corona-Zeit so, jetzt versuch mal die an alleine zu halten, das ist wirklich... Ist das jetzt eine Frage, so Sendungen wie die Big Brother oder Sommerhaus der Stars und was es da alles so gibt, ist das Spaß oder ist das harte Arbeit? Das ist wirklich Arbeit, weil du bist mit Leuten drin, die was dir tierisch auf den Sack gehen. Die nerven einfach alle. Das ist, du kannst dir die ja nicht aussuchen, die was da drin sind. Du wirst einfach mit irgendwelchen Leuten in ein Dings gesteckt, in ein Format. Meine Freunde können immer aussuchen, wenn ich zu ihnen sage, ja was, ich habe keinen Bock mehr auf die, dann habe ich keinen Bock mehr auf die. Aber da drin nicht, du bist gefangen mit welchen Leuten und jeder ist ein komplett unterschiedlicher Charakter. So ein bisschen Big Brother haben wir jetzt auch. Wir wissen wieder nicht, was passiert. Unter der Margrethe ist rosa Flamingos hier. Guckt euch das mal an. Mhm. Überall. Also optisch finde ich die Dinger immer auch, die Biggie hatte, was ich im Laden auch immer geil. Happy Hippo. Lecker. Auch von diesen Jordans, ne? Und das hier, das ist die katholische Variante von Esspapier in Future. Siehste? Oh, Berti, es tut mir leid. Hast du auf der Brust einen Teppich? Ja, fast anfangen. Nein, möchte nicht, das ist ekelhaft. Also da gibt es dann doch was. Also, oh, hier, das ist schön. Also, er hat sein Flocati aus der Türkei mitgebracht. Also das ist Esspapier, hier ob Laden, handgeschnitzt. Ja, da weißt du, wo ich meine. Er klebt sogar unterm Gaumen hier. Ja. Tut weh. Tja, ist ja nicht mein Problem. Ich rasiere mir auch jeden Tag die Beine oder die Muschi. Also, ja, ist doch so. Ihr habt auch keinen Bock. Stell dir mal vor, das wird da drin. Ich freue mich. Das wird auch ein Song. Ich rasiere mir jeden Tag die Muschi. Ja, ich rasiere mir jeden Tag die Muschi. Die Muschi, die ist glatt. Ja. Also optisch finde ich das mega, aber ich würde jetzt eher die Kinder. Krieg den nicht mehr ab. Aber mega, mega lecker. So, seht ihr, drinnen läuft das Programm weiter. Bis Chantal ist noch am Singen, da ist der Tom. Und da ist der Micha. Micha, mach mal eben Licht an. Verdammt. Ihr habt heute Eröffnung, der Laden war ja 2 Jahre, ja, zweieinhalb Jahre sogar fast. Zweieinhalb Jahre. Ja. Nicht mehr in Betrieb. Ihr habt das jetzt komplett renoviert. Ja, komplett. In der Toilette gibt es jetzt eine Disco-Kugel. Ja, bei beiden sogar, bei Damen und Herren. Ja, und ihr wollt es noch ein zweites Mal probieren. Also der Name ist ja geblieben, Chenu. Es wird wieder so ein buntes Programm von Künstlern hier richtig, geben. Genau. Die Woche ist jetzt mit Chantal da. Dann haben wir noch 2 Künstler aus Gran Canaria. Die kommen jetzt, glaube ich, Mitte des Jahres. Für jeweils 2 oder 3 Wochen. Und Ginger ist da. Ich habe hier noch, ich habe 2 angefangene Gläser, das ist so spannend, ich komme gar nicht zum Trinken. Find ich so herrlich, wie du das sagst hier. Mit dem einfach so normales, schlichtweg asoziales Bier. Die Leute denken ja immer so, wenn dann schon Stripperin, dann muss es doch ein Prosecco sein. Ich habe so viel Champagner in meinem Leben gesoffen. Ich trinke einfach so gern Bier. Ehrlich, ich liebe Bier. Auch tagsüber, wenn die Sonne so richtig ballert, brauche ich ein Bier. Ein Kölsch am besten. Kölsch geht immer so 0,2er, zack, weg. Und dann haben wir noch, nehmen wir auf der Karte. Aha. Ah ja, genau, ihr habt hier so richtige, so ein Künstlerding. Der Paul aus Gran Canaria zum Beispiel. Ja, da werden vielleicht einige kennen. Ja. Genau, dann haben wir hier Jeanette André aus Gran Canaria. Ja. Glenn Gold aus Hannover. Mhm. Dani, die war ja bei mir auf dem Frühlingsfest. Und genau. Gestern war Holger. Und bei Mr. President mal. Bei Mr. President, genau. Genau. Ja, und natürlich unsere Ginger, ne? Und Ginger, hier. Genau. In voller Pracht. Das wäre aber die. Mhm. Fontane kenne ich. Ja, ich kenne auch Fontänen, aber anders. Wieder. Ja, nee. Lange Geschichte. Ich hatte auch so eine Pieptaste. Wo ist der Banner? Dieses Jahr suchen wir natürlich immer noch neue und es hat eine Bühne für jedermann. Wir suchen natürlich dran, wir suchen natürlich auch Künstler, die sich verwirklichen wollen auf der Bühne, die eine Bühne suchen und nicht wissen, wo, können die gerne zu uns kommen. Um halt so alles. Comedy, Gitarristen, die mal irgendwie ein bisschen Gitarre spielen wollen abends.
Den bieten wir eine Bühne, ein paar Getränke und dann schauen wir mal weiter, was es wird. Ah, super. Und ich werde jetzt, ich sag mal, wo habt ihr diese Donuts her? Die sind das, ja. Das ist ja, das ist Tom, glaubt, hier hat irgendwie einen neuen Laden auch gemacht hier in Bergera. Das muss ich Tom lauter fragen, das weiß ich nicht. Ah, machen wir. Ich werde ihn jetzt weiter auseinanderbauen. Genau, mach das. So, seht ihr, ich bin wieder bei meinem Donut. Hier sind noch die frischen Himbeeren mit Glitter hier. Ach, das, der ist der Kontakt geblockt. Der, warte, so, muss noch mal rausnehmen und dann haben wir ein Stück Stoff dazwischen. Mit echtem Glitter. Ja. Lecker. Super, aber. Also, wir hatten vor drei Jahren eine Eröffnung von einem kleinen Travestielokal hier in Pagera, ganz unbedeutend. Begleitet damals noch von einem Sender, den es leider heute nicht mehr gibt, von TV. Und habe eine total liebe Person kennengelernt. Und durch Corona, muss man sagen, darf ich sagen, durch Corona, man hat sich aus den Augen verloren. Und ja, sie hat etwas, also sie hat sich etwas verändert. Sie sieht jetzt noch besser aus als früher. Sie steht hier immer rum, bei sich ja im Afterground. Ja, das ist, du musst es mal umdrehen. Ja, das mache ich ja gleich, ich wollte es ja spannend machen. Ich kann diesen tollen Dings machen. Die Leute denken, was macht ihr denn da? Der nee, hat ein Stück Pappe in der Hand. Ja, aber ich habe sie, oh, sie ist eigentlich toll, die würde ich gerne mit nach Hause nehmen. Ich glaube, ich nehme die wieder mit für morgen fürs Opening. Bist du morgen noch da? Sie ist morgen beim Opening im Chenu in Pagera. Das ist wunderbar. Und zwar ist sie hier und ich freue mich, weil sie hat mich gerade spontan angesprochen und ich bin so total wirr heute. Sie ist aber da. Sie ist da. Schaut mal. Die Tinnitus, ein großer Applaus für Tinnitus. So, ich rück mal einen auf. Du rückst mal einen auf. Guck mal. Schöne. Hi. Hi. Guck mal. Hallöchen, wo muss ich denn hin? Oh, das war der Buzzer. Ich hab den Buzzer kaputt gemacht. Oh Gott. Einfach in die Richtung. Also schaut euch das mal an. Ich bin neidisch. Also ich bin. Schaut euch mal. Also ist es hier da. Schaut euch mal den. Ist das geil? Sagt mir ehrlich, ist das geil? So. Ich will, also den Rest von dem Interview macht jetzt natürlich Micha. Genau, das müssen wir das jetzt erklären. Das macht jetzt Micha, das erklären wir jetzt mal. Wo Tom sagt, das sind doch zwei verschiedene Leute. Was vergleicht er da? Jetzt muss man aber noch dazu sagen, die Dani sagt, wir kennen uns, wir haben uns seit vielen Jahren nicht mehr gesehen, das große Wiedersehen, das ist so. Wir haben immer noch Kontakt, also ja, das ist ja nicht regelmäßig, aber so ab und zu, wir schreiben uns. Ja. Und Leute, die dich sehr gut kennen, wissen auch, du hast eine Veränderung durchgemacht. Du warst da sogar mit in großen Talkshows schon. Ja, beim WDR. Darf ich das sagen? Ja, beim WDR. Beim WDR. Wir haben auch RTL schon genannt. Wir haben auch schon. Ist auch jetzt egal. Ist aber heiß bei euch. Hier sind so heiße Typen. Ich kann die Klimaanlage anmachen. Ich muss mich ausziehen. Ist ja alles okay. Ja. Wisst ihr was? Das ist nicht nur ein Donut. Ich habe eben schon mal gelugt, aber das muss ich euch jetzt mal eben zeigen. Den kann man auseinanderbauen. Habe ich eigentlich sonst nur in Holland gesehen. Und hier, wenn man den aufmacht, sind da nochmal Erdbeeren drunter. Was darf man sagen? Oder das nicht? Funktioniert man mit das dir immer nur, am besten. Das kann man nur mit Leuten machen, die von Grund auf ehrlich sind. Das ist bei Ginger so, die wird mir nicht sagen, ich verklag dich hinterher, weil du jetzt nein. was gesagt Na, wenn hast. Wenn du wüsstest. Die hat immer alles heimlich aufgeschrieben. Die Hälfte davon ist Plastik, die kann ich nicht verklagen. Das ist so. Aber das ist gemein jetzt wieder, ne? Wobei, ja, aber ihr kennt mich ja auch, ich habe ja nach Corona jetzt meinen Tom, Humor wieder ich weiß nicht, ob das stimmt, Ginger. Du kannst mir das dann ja mal sagen. Ich habe mir sagen lassen, dass Frauen, wenn die wirklich Implantate haben, wirklich mit den Brüsten wackeln können, tatsächlich. Das wollt ihr nur sehen. Das war natürlich der Show-Equip für morgen fürs Opening. Ich kann's nicht. Was natürlich, ich werde es auch nicht tun. Das Schöne ist, ja, aber du musst dir morgen nochmal angucken, weil wir haben ja spontan einen Gast morgen. Ganz dumm gelaufen, ne? Ja, wir tragen mit. Aber bei dir war es denn ernsthaft? Das war eine. Auf der einen Seite, man hat das Schöne, wo man sagen kann, ich mache das, was ich möchte, ich lebe das aus, was ich möchte. Ja. Und das kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er das haben möchte, wie er sich wohlfühlt.
Bei dir war es aber eine lebensnotwendige. Also einen Magen sieht man von außen, nicht schöne Brüste sieht man immer und immer gerne, aber so einen Magen sieht man ja nach außen hin nicht. Es ist halt einfach so, und das möchte ich auch gerne hier nochmal kundtun, wenn ich die Zeit dafür habe. Also Adipositas ist eine unheilbare Krankheit. Die kann man nicht heilen, und es ist, ich sag mal, auch für diejenigen, die betroffen sind, nicht hilfreich, wenn man denen sagt, ja, nimm doch mal ab, dann geht es euch besser. In Schleswig-Holstein, da waren wir bei so einem, das war, das, wie hieß der Laden noch? Dunkin' Donuts, und das war voll mit Zucker. Dieser nicht, dafür aber mit Erdbeeren. So, erster Arbeitstag hier. Wie war's? Ja, genau, erster Arbeitstag in Chinoos. Boah, super entspannt. Also für mich jedenfalls ganz relaxed. Die Leute sind super, super lieb. Und ja, für mich easy going. Bin Schlimmeres gewohnt. Hallo, ich habe in Österreich gearbeitet. Ich habe in Hamburg auf der Reeperbahn gearbeitet. Und hatte da ja auch meine eigene Kneipe. Ja, und jetzt den ganzen Sommer hier im Chinoos. Wie sieht es aus, relaxten Sommer hier in Chinoos? Also für mich. Wir sind gespannt, wer dich sehen will, muss hier unbedingt herkommen. Was soll das denn für eine Aussage? Wir sind gespannt, wer dich sehen will. Ist das jetzt eine Aussage? Nein. Was hast du gerade gesagt? Hab ich das gesagt? Ja, Mann. Oh, du hast zugehört, das ist gut. Ja, ich höre auch ab und zu mal zu. Nein, aber wie gesagt, wer hierher möchte, aber auch dich sehen möchte als Ginger, der wird dich hier treffen. Genau, den ganzen Sommer leider bin ich hier in Chinoos. Wie war das Lied noch, was wir gestern hatten? Ananasaft, du willst es auch? Ja. Oder Alkoholproblem. Aber jetzt kommt bald meine neue Single raus. Und die heißt dann? Das sag ich noch nicht. Ah, wir wollen es nicht verraten. Weil das Problem ist, das Lied, der Sound ist schon da, aber der Text muss noch geschrieben werden. Und der, was den Text schreibt, hat gesagt, er muss sich erstmal richtig am Ballern, weil sonst kann er den Text nicht schreiben. Also es ist typisch Mallorca. Ja, genau. Gut rasieren. Wir können auch wechseln. Soll ich die mal wechseln? Nee. Warum nicht? Ey, das wäre jetzt so lustig. Stell dir mal vor, wir würden den jetzt hier vor alle wechseln. Also tatsächlich finde ich das schon gut so. Das geht dann nicht und ohne dann. Ja, er hat gesagt, er muss kreativ sein. Und das geht nur, wenn er einmal 3-4 Tage frei hat und sich richtig am Brettern kann. Geile Aussage. Ja, dann muss er hierher kommen, dann muss er das hier auf Mallorca zu Ende bringen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Hinter mir Miss Chantal. Und auf der anderen Seite ist ja Micha, der wollte unbedingt ein Foto von uns machen. Dann nutze ich das, machen wir gleich ein kurzes Interview. Du hast heute den Auftakt gemacht im Chinoos. Genau. Du bist auf so einem Plakat da sogar drauf und wirst hier demnach auch öfter auftreten, oder? Ja, ich versuche zumindest so oft wie möglich hier zu sein und auf dieser wunderschönen Insel und hier ein bisschen Show zu machen. Klar, ja. Auf jeden Fall. Meinst du, dass das eine Chance hat hier auf Mallorca? Es gibt, ist ja der zweite Anlauf jetzt. Naja, der zweite Anlauf, der wurde ja gestört dann irgendwann von Corona. Ich glaube schon, dass die Leute, wenn die es wissen, hier ist Show, hier ist was Buntes. Ich sehe ja, dass die Leute neugierig sind. Die Süße, die stehen ja hier. Aber es ist halt, glaube ich, auf Malle so ein bisschen noch diese Hemmschwelle. Die müssen sich trauen. Das ist nicht wie Gran Canaria, wo die wissen, ah, da ist tolles Licht und tolle Bühne und tolle Travestie-Shows. Ich glaube, die müssen erstmal darauf gestupst werden. Aber ich glaube, das hat eine große. Ich habe dich erst beobachtet, du bist dann auch nach draußen gegangen, auf die Straße, nach komm, ihr braucht keine Angst zu haben, ich weiß es ja. Auf jeden Fall, weil die Leute wirklich draußen standen und haben geguckt und haben sich nicht getraut reinzukommen. Also, dafür sind wir dann da. Ja. Zack, rein. Also, wir werden sehen, was da kommt. Oh, jetzt gucke ich dir auf die Brüste. Das ist der Schatten, das ist nur der Schatten. Okay, ist nur der Schatten. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns dann irgendwo im nächsten Video. Und kommst bestimmt nochmal wieder zu mir ins Studio, ja, oder? Ja, gerne, da war es schön kühl. Ja. Weißt du, im Hochsommer? Mit Klimaanlage dann. Ja. Mehr geht nicht. Also, gute Nacht.